Ray, schon mal bleiben. Wir haben es vielleicht geschafft. Es sind doch nur ein paar Geister. Oh nee, nicht schon wieder. Wo ist er? Warum steh auf? Ich putz die erstmal runter, würde ich sagen. Und dann fangen wir es hier ein. Wow, ja. So, komm, steh auf. Zwei können wir anfangen. Oh, Ray, hilf mir! Ray, hilf mir! So, komm. Ach, Ray. Stell dich nicht immer so an. Komm, hier, Falle gelegt. Rein damit. Boah. Ray, komm. Komm, mach schneller. Mach hin. Achtung, Feuer! So, was ist mit dem hier? Oh, der hat auch nicht mehr so viel. Das muss doch wehtun! Oh, shit. So, wo ist der Letzte? Da oben. Du entkommst sonst auch nicht. Achtung, bam! Soll ich dich ein bisschen auf den Boden schmettern? Hin und her und so? Boah, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Ja, komm schon. Ab in die Falle, du hast keine Chance zu entkommen. Alter. Ah, so. Meine Falle. Wahnsinn. So, Lücke frei. Bis? Ah, jetzt. Well, hello there. Ray, you guys all right? Man, there ain't nothing dead in this graveyard. Knochen. They're throwing everything they have at us to stop us from getting to that mausoleum. That's as far as I can go. You guys got a clear path for me. Ray, readings here are extremely unstable. Energy from the mandala and the escaped ghost is building up to a flashpoint. We don't have much time. Na dann, sollten wir uns beeilen, ha? Huh? Komm, mach das Löchle auf. Ray? Das geht nicht um Mechanik, oder? Nein, das ist, glaube ich, nur Zierde. Ray, mach das Ding auf. Ray? Warte mal. Dennoch? Dennoch kommt mir das hier irgendwie. Doch, das hat irgendwie was mit Dings zu tun. Warte mal. Ha! Yeah, that's good. Thanks. Rolling off. Doch Mechanik. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wo müssen wir runter? Hier oder was? Oh, ich spiele mal wieder ein bisschen Friseur. Puh. Was war denn da oben? Graves pushing up through here really did a number on this place. Walter Packer's gonna have a lot to answer to. Weg freischneiden. If we can prevent the apocalypse. Ich hätte Gärtner werden sollen. So. Puh. So, ich weiß noch nicht wohin.
Ich habe hier auf jeden Fall was, hier hinten. Friedhofskrabbler, die habe ich noch nicht gescannt. Bosonpfeile, gegen die sind die besonders empfindlich. Aber der Messonenschuss, der funktioniert auch, das habe ich schon gesehen. Wow, wie viel kommt da noch? Bam! Okay, die sind gegen die Bosonpfeile sind sie sehr empfindlich. Ja, 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 ich bin noch da. Hast du? Sehr gut. Bin stolz auf dich. So, was haben wir denn hier hinten? Ja, da war auch noch was. Genau, erstmal schön freischneiden. Was? Was haben wir denn hier hinten? Bah. Ah, ich hab's doch gewusst. Ein wildblickender Schädel. Ja, der Schädel von Ivo Shandor. Ivo Shandor war davon überzeugt, dass die Gesellschaft zu krank zum Überleben war und gründete daher einen Kult, der das Ende der Welt herbeiführen sollte. Als er starb, hatte er mehr als 1000 Anhänger. Die stellten sicher, dass er auf wahrhaft und eindrucksvoll und dramatische Weise bestattet wurde. Nach stundenlangen Ghost-Ritualen wurde sein Körper dann schließlich vorsichtig in ein furchteinflößendes Mausoleum verbracht. Am Ende aber war auch ihm dasselbe beschieden wie jedem anderen, an dem die Zeit und Verfall nagten, mit einer Ausnahme. Zwar wurde Shandor zur ewigen Ruhe gebettet, doch ruhte er gerade keineswegs in Ruhe. Denn der Schädel verfällt immer wieder in wütende Tiraden und hin und wieder auch in lange Monologe über Enttäuschung und verblassten Ruhm. Oh, das arme Ding. So, dann kommen wir wieder zurück. Das war nämlich nur wegen dem hier. Und dann geht's, glaube ich, hier weiter. Zumindest mal schneiden wir uns mal den Weg frei und gucken, was wir da hinten finden. Eben mal entlüften. So. Ey, nicht mich anstrahlen. Aber hier ist ja alles. Oh. Das sind halt die Bäume von oben. Das ist klar. Aber unsere Protonenstrahler machen das hier alles weg. So, kommst du? Das ist ein besonderes Zeigisch. Okay, wo geht's hin? Was haben wir hier? Grabspuck? Die puste ich doch mit einem Schockschlag weg. Slime time. Ja, definitiv. Zumachen. Die Sülze. There. Daylight. For what it's worth. Let's head back to the surface. Na, das ist auch nicht wirklich viel besser. Oh. Was schwebt denn da drüben rum? We've tried everything. This metal is psychonically charged, rendering it effectively indestructible. Steinengeltor. Ein psionisch aufgeladener Steinrahmen, der unempfindlich für Schadenswirkungen durch Energiewaffen ist. An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose.
die Scharniere und es so einfach ist. Ups, das war die falsche Waffe. Aha. Komm runter. Was ist das? Steinengel. Klasse 5 Animator, Protonstrahl, Schubsschmetterer. Diese kinetischen Animatoren sind schwächere Entitäten, die vermutlich mit denen verwandt sind, die jedem Stein, Gargoyle, Ilmund. Sie machen ihre individuellen Schwäche jedoch wieder wett, indem sie in großer Anzahl angreifen. Ach, nur toll. Also kriegen wir jetzt gerade den Arsch aufgerissen. So, wo ist denn hier? Ah, hier. Also, bam! Boah, Ray, warte, ich komme. So, ich kümmere mich mal um die da oben eben. Ach, Ray. Uah. So ein Scheiß. Okay, der Versuch Nummer 2. Ich denke, dieses Mal wird es klappen, weil wir wissen, worauf das es ankommt. Let's get a scan. Hey, over here, a little help? Yo, a little help? We've tried everything. This metal is psychonically charged, rendering it effectively indestructible. Well, in such an extreme situation, I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Ray, you should check out that side. I think I'm picking up something odd. Er hat doch gesagt, dass hier vielleicht an der Seite ein paar Treffer, ne? A few concussive hits and the hinges might just break loose. Okay, wahrscheinlich einfach noch nicht. Oh, Ray, hilf mir, Ray. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Ecto. I wholeheartedly agree with Rick. More precisely, their little stone is capable of attaining speeds of 198 feet per second before they hit their targets, which is us. Oh, Moment. Zack. Tether them and smash them into something. Ray, 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 Ray. Beeil dich. Okay, jetzt bin ich dran. Ray, nein, mach keinen Scheiß. Oh Gott. Ray, mach keinen Scheiß. So. Bam. Und jetzt noch mal einer. Bam. Boah, wie viel kommen da noch? Na gut, das hat's ja geheißen, eine große Anzahl, ne? Wo ist er? Da hinten. Ich komm. Oh mein Gott. Ray, jetzt bist du dran. Mach schon. Okay, so. Jetzt wieder zu euch. Bam! Cash Pow, ja, ja. So, da oben sind noch ein paar. Zack! Alter, ich hol die alle runter, ey. Alter. Komm schon. Bam! Ja, ist gleich gar nichts zu machen. Ray, Ray, beeil dich. Beeilung, Ray. Oh nein. Okay, ich sehe schon, das wird wieder eine interessante Geschichte. Es wird nicht so einfach werden. Ja. Es wird nicht so einfach werden.
Ich weiß auch nicht. Das wird... Das wird scheiße. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin habe ich vielleicht so eine kleine Taktik ausgearbeitet. Bis dann, tschüss. Die Hinweise auf Shandor werden dichter und dichter. Und ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lange, bis wir höchstpersönlich vor ihm stehen werden. Bis dahin müssen wir uns allerdings erstmal extrem nervigen Engeln entgegenstellen und gleichzeitig noch ein Tor öffnen, um Ektor 1 reinzulassen. Wie also das miteinander verbinden? Das ist hier die Frage.